Ihr blabbert doch nur! Da geht doch selber arbeiten! Geh du doch ins Logistikzentrum! Da kannst du die Pakete stapeln! Sag mal, hast du eine Maske auf oder was? Ready, aim, fire! Ich bin's, der Bernhard. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Hast du schon gehört? Hinten die Griechen. Die haben sich schon wieder neue Fensterläden gekauft. Die müssen ein Geld reinhaben. Da lernt Riese Goldscheiß, verstehst du? Naja, komm erst schon mal mit rein. Ich will dir mein Haus zeigen. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Serie, zu einem vollkommen, völlig sinnfreien und vor allem neuen Let's Play. Wir spielen Sims 4. Wer hätte das gedacht, dass ich das mal spiele? Das hätte selbst ich nicht gedacht. Und ihr müsst mir verzeihen, aber ich vertone die Folge komplett nach, weil... Das dauert einfach viel zu lange, beziehungsweise fällt mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel ein, dass ich das komplette Spiel hier vertonen kann. Zumindest nicht live. Mal schauen, wie es jetzt ist. Und ich werde dann wahrscheinlich auch das, wie schon in den letzten anderen Folgen, ein bisschen rumschneiden und so. Und dann mal schauen, wie ich das mache. Und das kam ja auch in den letzten Videos ziemlich gut an. Deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich auch so beibehalten. Ich bin ja noch so ein bisschen immer... am Testen, wie ich das jetzt so mache. Und ich kann ja mal was aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich mal. Und zwar gibt es auf YouTube, gibt es so eine Funktion, die heißt YouTube Analytics. Und da kann man ganz gut sehen, wie die User, also die Zuschauer, also das seid ihr, wie ihr so guckt, wie ihr so schaut und vor allem was ihr schaut. Und da steht dann vor allem immer, vor allem bei den neueren Zuschauern, also ich habe ja mal Werbung geschalten, das ist immer, mache ich immer an, mache ich immer aus, kommt immer drauf an, wenn ich ein neues Video habe, da kann ich aber gleich auch noch dazu was erzählen. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich dort Video habe ich sowieso immer geschalten, aber wenn ich dort Werbung geschalten habe, dann habe ich immer sehr schön, oder dann könnte man immer sehr schön erkennen, wie die, also YouTube nennt das Zuschauerbindung, wie die aussieht. Also das heißt, um das mal verständlich auszudrücken, das heißt einfach nur, welches Video schaut ihr euch an und an welchem Punkt habt ihr einfach keinen Bock mehr drauf und schaltet aus. Also so ganz einfach ist das. Und dort gibt es halt eine Statistik und dort kann man auch sich anschauen, zu welchem Zeitpunkt, also das ist wirklich fast exakt auf die Sekunde genau, zu welchem Zeitpunkt viele Zuschauer immer noch dranbleiben, zuschauen und wann denn die Zuschauerzahl sinkt, beziehungsweise wann vorgespult wird und so weiter. Und das ist halt ein ganz witziges Werkzeug und zum Glück ist es nicht die ganze Zeit auf Null oder es wird direkt am Anfang weggeklickt. Nee, es sind halt einfach einzelne Phasen, wo ihr dann, oder wo die neuen Zuschauer halt, die Nicht-Abonnenten, wo die dann halt wegklicken oder ihr vielleicht auch, weil es einfach so langweilig ist. Und da sieht man dann natürlich, wenn man das Video hochgeladen hat oder wenn man das Video allgemein gerendert hat und man schaut sich dann an, dann findet man es eigentlich ganz okay. Aber wenn man dann doch nochmal dort reinschaut und dann diese Zuschauerbindung sieht, dann merkt man doch, oder dann ist es eigentlich auch ganz klar, warum die Leute dort wegschalten. Deswegen, ich erzähle schon wieder zu viel, deswegen... wollte ich einfach nur mal sagen, oder ich wollte damit erklären, warum ich die Folgen jetzt so schneide, wie ich sie schneide. Und das ist ja nicht gerade wenig, ihr habt es ja in den letzten Folgen gesehen, vor allem zu Oculus Rift auch. Die letzte Folge Oculus Rift, ich weiß gar nicht. Doch, das müsste die letzte Folge gewesen sein. Das war Don't Look Back. Dort habe ich im Schneideprogramm nur Schnipsel
nur Schnipsel gesehen noch. Der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich auch unten in den Kommentaren gelesen. Da hatte ich eine kleine Konversation mit Seppi. Der hat gesagt, das muss viel Arbeit gewesen sein. Und ja, Seppi, das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Eventuell mache ich noch ein Foto hier rein, wie das ausgesehen hat, wenn ich es noch habe. Aber wenn man da halt rausscrollt, dann sieht man nur noch Schnipsel, wie gesagt. So, dann schauen wir doch mal, was jetzt hier so vorgeht. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet. Und zwar spiele ich Sims nicht zum ersten Mal, sondern ich habe es damals, habe ich das Spiel mir natürlich gekauft. Ist doch ganz klar. Nein, das kann man ja sagen. Ich habe Sims 1, da gab es noch LimeWire. Der ein oder andere von euch kennt das sogar vielleicht noch. Da konnte man sich noch, das war halt die erste Plattform oder eine der ersten Plattformen, wo man sich so Musik runterladen konnte. Und dort konnte man auch nach Spielen suchen und da war man vollkommen hin und weg, wenn man da mal ein Spiel gefunden hat. Und die einzigen beiden Spiele, die es dort eigentlich gab, waren Sims 1 und Unreal Tournament 1999. Das waren die einzigen beiden Spiele, die es dort drinnen gab. Und da habe ich mir natürlich die beiden runtergeladen. Das waren ja auch nicht, das waren ja auch nicht die größten Spiele. Ich weiß nicht, Unreal Tournament hat, glaube ich, 300 RB gehabt und genauso wird, oder nicht mehr, wird Sims 1 auch gehabt haben. Und ja, da habe ich mir das dann einfach mal runtergeladen und fand das halt so geil, dass ich es auch lange Zeit gespielt habe. Aber dann, als Sims 2 rausgekommen ist, da hatte ich das dann schon gar nicht mehr gespielt und hatte auch dann entweder keine Zeit oder keinen Bock drauf oder was weiß ich. Da, Rainbow! Sieht sich wunderbar aus hier, die Pastellfarben überall. Das ist doch wunderbar. Hallo, hörst du mir mal zu? Mach mal, die Musik fehlt ja irgendwie. Ja, also ich kann was schreiben, wenn ihr wollt. Wir haben zwar keine Gitarre, aber so einen wunderschönen Song könnte ich euch in der Tat schreiben. Guck mal, wir machen so viel für Facebook. Oh, geil. Hey, John Rambo, willst du wieder mit mir ins Fitnessstudio gehen? Ich tue erstmal den Teller abwischen hier. Boah, alles dreckig. Wir haben ja nur einen Teller. Mehr könnten wir uns ja nicht leisten. Moment, ich bestelle mir erstmal einen Oktopus. Klimm, klamm, so, 4946. Um Sims zu spielen, braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Und ich habe ja mal irgendwo gesagt, dass ich eigentlich diese ganzen Singleplayer-Spiele... Oh, Entschuldigung, ich habe gerade Fanta getrunken und muss jetzt die ganze Zeit aufstoßen. Wo war ich? Dass ich eigentlich diese ganzen Singleplayer-Spiele nur spiele, weil ich ja jetzt diese Let's Plays mache. Rainbow, mein Freund! Ich wollte mir gerade hier mal Bilder von Lamas angucken. Habe ich gesagt, okay Google, zeig mir Bilder von Lamas und das Ding hat nicht funktioniert. Naja, ich geh mal hier zur Jolene. Was willst du, Bernhard? Jolene, sag mal. Wollen wir nicht auch mal ein Foto machen, guck? Das schicke ich gleich hier, der Brigitte. Oh, nicht mal. Mama, ich mal Kaffee trinken. Kaffee trinken, das wäre schön. Kaffee? Scheiße, ich versau die Stimme jetzt schon. Ich mach jetzt mal ein paar Liegestütze. Es gibt ja sowieso nichts zu tun hier in dem Scheißhaus. Hui, das macht Spaß. Hey, Rambo. Wollen wir noch ein Foto machen? Das Letzte ist so gut angekommen. Schon 50 Likes. Naja, also mit dir, wenn ich mit dir Fotos schieße, dann gibt's immer 50 Likes. Wenn sie eins alleine macht, dann guckt sie es keiner an. Ja, ich bin eben schlau. Quark. Du siehst aus wie ein Alien im Kopf. Also vorher habe ich eigentlich nur noch Multiplayer-Spiele gespielt, also Battlefield und maximal irgendwelche Massive-Multiplayer-Spiele, also wie WoW oder solche Sachen.
Und das kam jetzt halt erst alles durch die Let's Plays, weil da hat das, oder vorher hat das für mich halt wenig Sinn gemacht. Ich meine, ein Spiel, was hat das für ein, was macht das für einen Sinn, wenn man das spielt? Gut, man hat Spaß und vielleicht in dem einen oder anderen Spiel hat man vielleicht auch Möglichkeiten, sich da in geringem Maße zu bilden. Aber so im Großen und Ganzen habe ich darin für mich jetzt keinen oder nur noch wenig Sinn gesehen, weil es da braucht man ja auch halt viel Zeit für die meisten Spiele. Und das Ding war, ich habe es mehrmals angefangen. Zum Beispiel habe ich Mass Effect 3 habe ich mal angefangen und habe dann aber nach, weiß ich nicht, ein paar Stunden habe ich dann wieder aufgehört, da war ich auch schon relativ weit und so. Und irgendwann kommst du dann wieder zu dem Spiel, willst es mal wieder spielen und du bist einfach nicht mehr in der Welt drin. Du bist einfach wieder, da kannst du eigentlich komplett wieder von vorne anfangen. Und das war halt das Blöde. Und deswegen, mit den Let's Plays habe ich jetzt wieder richtig Bock bekommen. Auch wegen euch, weil ihr so geiles Feedback gebt, habe ich jetzt wieder Bock bekommen, dass ich diese ganzen Spiele einfach mal wieder suchte. Diese ganzen alten, schönen Spiele auch, wie jetzt zum Beispiel Sims 4 ist jetzt rausgekommen. Und es haben ja schon viele gespielt. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, spielst es jetzt einfach mal. So, das war es eigentlich auch zu meinem Vorwort, was jetzt, glaube ich, auch schon eine gefühlte halbe Stunde ging. Nein, ich glaube, es ging jetzt 16 Minuten, steht hier. Jetzt auch schon mal schön ein Abseilen. Abputzen ist so 90er. Arsch abwischen. Das bleibt alles an der Käfte kleben. Und direkt wieder das Telefon rausgeholt. Ah, für das Teil bekomme ich bestimmt einen Preis. Direkt mal auf Facebook teilen. So. Ich hab's jetzt zwar nicht so, oder ich könnte es noch nicht so häuslich einrichten, wie jetzt zum Beispiel bei Mutti zu Hause. Aber ihr seht es ja unten links schon, 110 Simoleons. Da wird der Hund nicht in der Pfanne verrückt bei dem Budget. Deswegen müssen wir schleunigst mal dafür sorgen, dass unser Herr Bernhard sich nämlich einen Job sucht. Was habe ich jetzt bekommen? Fitnessfähigkeit? Nee. Faules Nickerchen. Fest geschlafen. Er ist fest am Schlafen. Er soll arbeiten. Wie kann ich denn jetzt hier arbeiten? Ich brauche irgendwie Geld. Ich brauche Geld. Werde ich mal Geld sehen. Der erste Tag ist schon wieder fast vorüber. Moment mal, wie sucht man sich normalerweise Arbeit? Entweder übers Internet, übers Telefon. Jetzt schläft er, kann ich den aufwecken? Ihr werdet nicht geschlafen, Junge! Na gut, lassen wir den erstmal schlafen. Obwohl, Rambo kann sich ja auch einen Job suchen. Oh! Oh, geil. Kompliment über Outfit machen. Achso, das war Bernhard. Scheiße, jetzt habe ich den geweckt. Sag mal, die Kleidung, die ihr anhabt, die ist ja wieder wunderschön. Habt ihr euch mal im Spiegel angeguckt? Das ist doch alles Müll, was du jetzt gekauft hast. Hörst du Müll? Das ziehen Lamas an dem Zoo. Ich sehe aus wie ein kleiner Drache. Müll, sag ich dir, das ist alles Müll. Der soll endlich mal anfangen zu arbeiten, damit wir uns was Ordentliches leisten können und nicht immer so Quatsch da. Ihr plappert doch nur, da geht doch selber arbeiten. Na, geh du doch ins Logistikzentrum. Da kannst du die Pakete stapeln. Sag mal, hast du eine Maske auf oder was? Wenn ihr nicht bald arbeiten geht, dann mach ich's halt selber. Ich will nämlich unser Haus verschönern. Guckt euch das mal an. Ansonsten reiße ich die ganze Bude hier mit dem Panzer ab und dann war's das wieder. Verstehst du?
Hey, du kannst ja einmal ein paar Bücher kaufen. Da stehen immer Anzeigen drin. Ja, eine Supernova könnte man auch mal machen. Ja, genau, Supernova. Sag mal, hast du zu viel Physik geträumt, oder was? Gut. Es wird Nacht. Was zeigen denn die Bedürfnisse von Bernhard an? Die sind... und sie macht schon wieder Sport. So. Wie kann ich denn jetzt energiegeladen joggen? Bernhard? Der joggt doch nicht energiegeladen. Der fällt doch eher tot um. Training? Ne, Moment. Wie mache ich das denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt hier in die Stadt? Ich habe übrigens eben mit Absicht so viel erzählt, weil das einfach mal eine Serie sein soll, wo ich einfach nicht so viel schneide wie in den anderen und nicht so auf so sehr aufs Spielgeschehen achten muss und da zwischendurch auch mal Zeit habe, viel zu erzählen. Und deswegen, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ich hier erzählen kann, oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und dann kann ich das nächste Mal... kann ich da drüber reden? So, Bargeinbiegung. Oh, da steht schon Rambo. Sag mal, Vater, hast du die Trommel nicht gehört? Wunderschön. Ich bestell mir erstmal einen Hausdrache. Damit hier endlich mal Ruhe ist. Da. 777. So, jetzt schlagen wir erstmal eine Karriere ein mit Bernhard. Denn das Geld wird immer knapper. Nanu? Karriere einschlagen. Ah, jetzt. So, Karriere für Bernhard wählen. Bernhard ist ein Verbrecher, ist doch ganz klar. Der sieht aus wie jeder andere Verbrecher. Steht auf jedem Wanted-Schild. Schriftsteller wäre doch vielleicht ganz gut. Oder vielleicht Geheimagent. Aber so dünn wie die auf dem Foto ist er nicht. Lecker Maul. Nee, das ist eher was für Rambo, denn Rambo ist der beste Koch der Welt. Astronaut, das wäre auch nichts für Bernhard, denn der würde in die Raumanzüge gar nicht erst reinpassen. Entertainer ist vielleicht auch nicht so seine Stärke. Nee, ich glaube, wir bleiben bei Schriftsteller. 23, 25, ja gut, 25 Simoleons pro Stunde, das ist schon akzeptabel. Von 11 bis 19 Uhr, was sind das denn für Arbeitszeiten? 8 Stunden und was mit Mittag? Naja, Schriftsteller, werde dafür bezahlt, dass du deine Gedanken in wunderschöne Worte und Sätzen zum Ausdruck bringst. Berufszweig Autor und Journalist. Wunderbar. Ich werde Koch! Nein, wird ausgeschlagen. Rambo bestellt sich wieder ein Lama. So, was war das? Ach so, jetzt... Habe ich doch jetzt schon gemacht? Ja, ist weg jetzt, Schriftsteller. So. Sucht er sich jetzt nochmal einen Job? Abbrechen? Nein! Abbrechen, so habe ich. So ein Rambo steht da hinten in Pyjama und zockt erst mal auf der Kasse. Das ist wahrscheinlich... Wie läuft sie denn da rum? Wie so eine alte Hexe, ey. Wenn du der nachts begegnest, da kannst du nichts weiter tun, als so schnell wie möglich wegrennen und dein Haus aufsuchen. So. Erstmal die Blase geleert. Und jetzt gehen alle ins Bett. Hä? Wo schlafen die denn? Nee. Guckt euch das mal an. Inzest! Eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt, aber gut. Wenn die das so haben wollen, dann sollen die das machen. So, wie lange ist denn noch bis 7 Stunden bis zur Arbeit? Können wir das jetzt noch ein bisschen... Schauen wir mal, wer als... Ah! Jolene steht als Erste auf. Und sie fühlt sich direkt unwohl. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Das heißt, sie ist entweder mit dem falschen Bein aufgestanden... Oder es ist noch mitten in der Nacht und sie holt sich direkt erstmal einen Joghurt. Wer macht das nicht? Direkt um Mitternacht aufstehen und sich einen Joghurt reinschieben. So einen schönen
Alpro-Joghurt mit Rhabarber und Erdbeer. Boah. So. Dann schauen wir mal, wann Bernhard endlich aufsteht, um sich seinem Job zu widmen. Er hat auch bald Hunger. Und nur noch 5 Stunden bis zur Arbeit. Ich beschleunige das Ganze mal. Und der zweite steht auf Rambo. Mal gucken, was der sich macht. Bestimmt auch einen Joghurt. Denn der braucht ja Eiweiß. Oh, er will jemand in die Fresse hauen. Voller Zuversicht. Joghurt essen. Gibt's bei denen nur Joghurt oder was? Ist der so billig? Und Bernhard schläft immer noch. Hallo, aufstehen. 4 Stunden bis zur Arbeit. Also langsam müsste er sich ja mal fertig machen. Jetzt steht er auf. Bernhard on the road. Und macht sich erstmal French Toast. Das wird lecker. Oh, schön auf den Teller gekletscht. Und jetzt lass mal die Klötze an. Ach, Moment mal. Wir haben gar keine Klötze. Ich wollte ja arbeiten. So lobe ich mir das. Ach, wie zu Hause bei Muttern. Damals. Und die Hälfte wird weggeschmissen. So wie sich das gehört. Hey, Bernhard, bist du endlich aufgestanden? Nee, ich muss zu Rainbow jetzt. Pass mal auf, Rainbow. Hier. Ich erstmal mein Toast hin und erstmal. Dann versuche ich mit dir zu reden, aber du bist nie da. Du sitzt einfach nie da. Mit was? Mit wem redet der denn? Hallo Bernhard. Jetzt ist er komplett durchgedreht. Letztens ist die Fledermaus gegen das Fenster geknallt. Und dann war sie tot. Ich esse erstmal meinen Joghurt zu Ende. Rainbow, du musst mal ein bisschen studieren. Ich gehe ja jetzt arbeiten, aber was machst du? Ich esse erstmal meinen Joghurt. Nur noch 2 Stunden bis zur Arbeit. Jetzt aber flinke Füße, würde ich sagen. Aber ich glaube, Bernhard geht direkt so. Der ist so eiskalt. Der geht direkt in Unterhemd. Brrr. 52 Minuten bis zur Arbeit. Wo geht der jetzt hin? Was macht er jetzt? Die Blase drückt. Sag bloß, die gehen jetzt. Nee. Setzen sie sich jetzt zu zweit aufs Klo oder was? Verpiss dich! Du kannst doch nicht einfach so reingehen, während meine Blase drückt und ich mich hier draufsetze. Ist ja unerhört. So, das war's. Und Bernhard ist das erste Mal an die Arbeit gefahren. Das tut auch Not bei 99 Simoleons. So, und während wir auf Bernhard warten, dass er wieder von der Arbeit kommt, könnt ihr nämlich jetzt mal interaktiv tätig werden und in die Kommentare schreiben, wie ihr das diese neue Serie findet, ob ich damit weitermachen soll. Und wenn ja, dann schreibt doch auch direkt mal Themen rein, über oder was ihr so wissen wollt über mich oder über den Kanal oder was weiß ich, schreibt einfach alles rein, was euch so interessiert oder über was man reden kann und dann sehen wir uns hoffentlich direkt in der nächsten Folge, nächste Woche wahrscheinlich wieder. Also bis dahin, ciao!